come on, God. Answer me. With years, I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Hola et al, und ich begrüße euch zu einem weiteren Gameplay von Shapiro. Ja, was machen wir heute? Und zwar werden wir eine kleine Runde Rush spielen. Ja, Rush ist ja nur gestern released worden und wir haben auch gestern Morgen unseren Server auf Rush eingestellt. Die einzige Karte, die momentan spielbar ist, ist Sharky. Bei diesem Gameplay gehören wir zu den Angreifern auf der Map und was sofort auffällt ist, dass man an einem ganz anderen Punkt startet, wie man das ansonsten von der ganz normalen Assault Map gewohnt ist. Nun, wo ist der Unterschied jetzt zwischen der ganz normalen Assault Map und der Rush Map? Der Unterschied besteht darin, dass man auf der Assault Map auf Sharky drei Flaggen hat, die man einnehmen muss und verteidigen und dass man dadurch dann halt Tickets bekommt, wodurch das Team gewinnt. Nun, im Rush Mode ist es halt so, dass es auf Sharky drei Stages gibt, auf denen gespielt wird, die nacheinander freigeschaltet werden. Auf jeder Stage haben die Angreifer nun die Aufgabe, dass sie zwei sogenannte Endcoms zerstören müssen, indem sie diese Endcoms erreichen, scharf machen und in die Luft sprengen. Die Verteidiger hingegen machen halt genau das Gegenteil. Sie werden halt die Endcoms verteidigen, sodass das nicht passiert. Schaffen es die Angreifer, die ersten beiden Endcoms in der ersten Stage zu zerstören, wird automatisch die zweite Stage geöffnet, die dann nach dem gleichen Prinzip läuft. Dort gibt es auch wieder zwei Endcoms, die die Angreifer in die Luft sprengen müssen und die Verteidiger werden diese verteidigen. Das zieht sich dann hin bis in die dritte Stage, die nach dem gleichen Prinzip verläuft. In diesem Video werden wir sehen, dass wir es als Angreifer schaffen, die erste und zweite Stage eigentlich recht schnell und sehr erfolgreich zu clearen, indem wir halt beide Endcoms zerstört werden. Wenn ihr euer Augenmerk einmal nach links unten richtet zur Minimap, werdet ihr auch feststellen, dass sich dort gegenüber dem ganz normalen Assault Game Mode was verändert hat. Und zwar ist im normalen Modus dort unten eingeblendet, wie viele Tickets man für die eigenen Flaggen oder der Gegner für seine gecapturten Flaggen hat. Beim Rush Mode sieht das etwas anders aus. Und zwar sieht man bei der untersten Anzeige A und B. A ist jetzt schon ausgegraut und B ist am blinken. Was bedeutet das? A und B sind beide Endcoms, die wir halt versuchen zu erreichen und zu zerstören. Das Ausgegraute bedeutet, dass das Endcom bereits zerstört ist. Das Blinkende bedeutet, dass dieses Endcom gerade scharf gemacht wurde zur Detonation. Der blaue Balken, der unter der Minimap angezeigt wird, sind unsere Tickets. Was haben diese Tickets zu bedeuten? Diese 100 Tickets, die wir haben, sind die Tickets für jeweils einen Tod eines Spielers aus unserem Team. Das bedeutet dann letztendlich, wenn es die Verteidiger schaffen, 100 Spieler in unserem Team zu töten und unsere Tickets aufgebraucht sind, haben wir als Angreifer die Runde verloren. Im Gegenzug, wenn wir es schaffen, diese 100 Tickets nicht aufzubrauchen, also der Gegner es nicht schafft, 100 von unseren Leuten zu töten, bevor wir beide Endcoms erreicht haben und gesprengt haben, dann geht es weiter in die Stage 2. Wie wir eben gesehen haben, haben wir es geschafft, in der ersten Stage beide Endcoms erfolgreich zu zerstören und sind jetzt mittlerweile in der zweiten Stage unterwegs. Soweit zum Spielprinzip des Rush-Moduses. In diesem Video möchte ich jetzt eigentlich nicht so großartig auf das Gameplay eingehen, wie ich das sonst in meinen anderen Videos mache. Das heißt, dass ich halt das kommentiere, wo welcher Gegner herkam, wo ich hingegangen bin und sowas in der Art. Sondern ich möchte einfach ein bisschen so meine Impressionen dieses Game-Modes, das ich jetzt in den 7-8 Runden, die ich gespielt habe, gesammelt habe, einfach mal ein bisschen mit meinen eigenen Worten wiedergeben und für euch mit meinen eigenen Worten auch bewerten. Deswegen kommt jetzt in diesem Video auch nicht, wie man das schon aus meinen anderen vorigen Videos gewohnt ist, sowas wie ein Waffenreview oder so. Das lasse ich heute mal einfach alles weg, sondern es geht jetzt allein nur um den neuen Game Mode, der eingefügt wurde. Nun denn, was ist mir bei diesen 8 Runden, die ich jetzt gespielt habe, aufgefallen? Also was sofort auffällt, was ich anfangs auch schon angesprochen habe, ist, man startet erstmal an einer ganz anderen Ecke. Das heißt, Sharky ist wesentlich größer geworden im Gegensatz zu der ganz normalen Assault Map. Demzufolge haben sich natürlich auch alle Spawnpunkte auf dieser Map verändert. Gut, ich gebe zu, die 8 Runden reichen jetzt wahrscheinlich nicht, um zu sagen, dass ich mittlerweile irgendwie einen unheimlich guten Eindruck dieser Map gewonnen habe, weil ich muss auch sagen, dass ich von Runde zu Runde, in der ich auch mal gewechselt habe, also ich weiß nicht nur Angreifer, sondern auch mal Verteidiger, durchaus da drin behaftet war, dass ich
auf einer Map, die ich eigentlich dachte, halbwegs gut zu kennen, mit Orientierungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. In dieser letzten Runde, die ich gespielt habe, die ich halt auch dann jetzt aufgezeichnet habe, muss ich sagen, ging es eigentlich schon so langsam, dass ich sagen konnte, ja, so in etwa, da kommen die Gegner her und da musst du hin. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist doch immer noch ein bisschen sehr verwinkelt und ein bisschen wiggelig gewesen. Da man sich hier vor allem auch auf völlig neue Situationen einstellen muss, die man ansonsten von Chaki nicht kannte. Diese Häuser zum Beispiel gehörten vorher zum Außenbereich von Chaki und waren so im großen Stil nicht begehbar. Das heißt, dort strandete man recht schnell im Punisher, da hieß es dann, hey Soldat, zurück oder du wirst gekickt. Hier ist es jetzt aber mittlerweile so, dass diese Bereiche halt frei sind und man dort jetzt auch am Kämpfen ist. Zum anderen habe ich bei dem Gameplay auch das Problem gehabt, dass hier anscheinend wieder die Leute auf dem Server sind, die wohl meinen, sie könnten das Spiel spielen, aber nicht in der Lage sind, einfachste Sätze zu lesen. Die Leute von euch, die unseren Server kennen, wissen, dass wir unsere Serverregeln haben, die wir auch administrieren. Nur die anderen Jungs hier, wie man im Video sehen kann, können nicht lesen, von daher brechen sie halt die Regeln und ich muss zwischendrin immer mal den einen oder anderen kicken. Nun genug von den Widrigkeiten, die sich mir zusätzlich in diesem Gameplay gegeben haben. Ja, die erste und zweite Stage, fand ich, ist bisher sehr ausgewogen gewesen. Also ich finde, was den Angreifer wie auch den Verteidiger angeht, also da muss ich sagen, habe ich so meiner Meinung nach nicht festgestellt, dass irgendeiner dort groß im Vorteil ist. In der dritten Stage hingegen finde ich, dass dort die Verteidiger gegenüber den Angreifern wesentlich mehr Möglichkeiten haben und dass es da noch etwas unbalanciert wirkt und sehr schwer für die Angreifer auf jeden Fall da reinzukommen. Was auf jeden Fall sehr stark auffällt ist, wenn das angreifende Team wenig Medics hat, die halt viel reviven, viel heilen, also die Tickets dann vom Angreiferteam recht schnell runtergehen, sind die Verteidiger in der dritten Stage sehr, sehr groß im Vorteil. Nun, wie komme ich zu dem Schluss? Ich habe ja schon gesagt, dass es nicht meine erste Runde ist, die ich auf dieser Map jetzt gespielt habe, sondern meine achte. Und ich hatte auch eine andere Runde, wo ich im Angreifer-Team war, wo sehr viele Medics dabei waren, die wirklich Frontline-Spawn gelegt hatten und auch viel revived haben. Das Reviven hat den großen Vorteil, dass jeder, der stirbt und von einem Medic wiederbelebt wird, dieses Ticket halt nicht abgezogen wird, sondern dem Team wieder gutgeschrieben wird. Ergo, der Pool an Tickets sich nicht so drastisch nach unten senkt, wenn Leute erschossen werden. Zum anderen haben die Medics in dieser besagten Runde auch unheimlich viele Medipacks hingeschmissen. Das hatte man schon gesehen, weil bei jedem Entkommen gefühlte 20.000 von den Heilerboxen rumlagen. In dieser Runde war das halt nicht so. Ich habe nicht sehr viele Medics gesehen, nicht viele Heilerboxen und demzufolge ist halt auch nicht viel revived worden. Frontline Spawn ist so auch nicht häufig verwendet worden, weil, wie man im Video sehen kann, jedes Mal, wenn ich gestorben bin, starte ich so ziemlich von ganz hinten und muss erstmal eine ganze Strecke nach vorne laufen, bis ich wieder einigermaßen in die Nähe der Endcoms gekommen. Das verschafft dem Verteidiger natürlich einen zusätzlichen Vorteil, weil wenn jeder Gegner, der erschossen wird, wieder so ziemlich ganz hinten starten muss und sich erstmal nach vorne arbeiten, wird natürlich der Pool der Angreifer dünner und der Druck wird natürlich nicht so hoch. Und sie haben es wesentlich einfacher, die Endcoms zu verteidigen, vor allem halt dieses letzte Endcom bei B, was in diesem Haus liegt. Nun, was ziehe ich für ein Resümee aus diesen 36 Stunden, die Rush jetzt gerade am Laufen ist, und aus diesen 8 Runden, die ich gespielt habe? Der Rush-Modus ist auf jeden Fall ein Modus, der wesentlich mehr Teamplay als der normale Assault-Modus verlangt. Dieses Teamplay hat sich auf jeden Fall, finde ich, so noch nicht bei allen eingestellt. Es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn Rush erstmal 2 Wochen da ist. Vielleicht wird sich das dann auf jeden Fall noch von den Leuten ändern. Man sieht auf jeden Fall doch noch sehr oft viele Alleingänger dort und wenige, die dann wirklich zusehen, dass sie mit anderen zusammen auf jeden Fall vorgehen und so praktisch den Gegner mit Masse überrollen. Ich habe hier auch mal probiert, die Gegner irgendwie zum Runden und von hinten dran zu kommen, dass ich sie praktisch von hinten überrasche und flankiere. Aber ich musste auch feststellen, wenn man alleine unterwegs ist, schafft man leider gar nichts. Man muss wirklich schon zusehen, dass man zu zweit oder zu dritt auf jeden Fall eine Strecke nimmt. Da hat man auf jeden Fall eine Chance. Nur alleine, für Ego-Player, ist das hier absolut nicht gedacht. Und wenn man nur mit solchen Leuten zusammen spielt, ist auch dieser Modus nicht zu gewinnen. Auf jeden Fall nicht als Angreifer.
Zum anderen habe ich halt auch recht schnell festgestellt, dass Rush auf jeden Fall eine verdammt schnelle Sache ist. Also wer schon geglaubt hat, dass manche Situationen oder viele Situationen auf dem normalen Assault-Modus absolut schnell sind und einen vielleicht überfordern, der sollte von Rush am besten gleich die Finger lassen, weil für mich als gefühlten Wert, muss ich sagen, habe ich so das Gefühl, Rush ist auf jeden Fall dreimal schneller, als es der normale Assault-Mod jemals bisher auf irgendeiner Map gewesen ist. Gut, das kann sich wahrscheinlich ändern, wenn, wie ich das eben schon mal ansprach, in 2 Wochen der Rush-Modus dann für alle etwas bekannter geworden ist und man vielleicht dann auch mit mehreren Leuten zusammen auf eine Seite joint, dass man halt sich dann via Teamspeak abstimmen kann, wo man zusammen gemeinsam hinläuft oder wo man halt gerade Gegner gesehen hat. So, nun kommen meine ganz eigenen persönlichen Worte, was ich von Rush halte, wie ich das sehe. Also, der Rush-Modus, muss ich sagen, ist für mich nichts. Vielleicht bin ich auch schon ein bisschen zu alt dafür und mir fehlt ein bisschen die Reaktion. Kann gut möglich sein. Aber wir haben auch mit mehreren Leuten bei uns aus unserer Fun-Community diesen Modus schon angezockt und mehrere waren auch der Meinung, dass Rush so auf dieser Map vor allem und in dieser vorherrschenden Konfiguration für sie nichts ist. Daraus resultiert jetzt, dass wir den Rush-Modus erstmal wieder von unserem Server entfernt haben und ganz normal die Assault-Maps laufen lassen. In den nächsten 2 Wochen werde ich wohl, denke ich, immer mal eine kleine Runde Rush mal wieder spielen, aber das wird jetzt auf jeden Fall nicht mein Hauptbetätigungsfeld sein. Von daher wird auch das nächste Gameplay, was ich mache, wieder halt eine der traditionellen Assault-Maps sein. Mit welchem Charakter oder welche Map, weiß ich bis jetzt noch nicht. Ich habe ja bei mir im Channel gepostet für Vorschläge, die sind offen. Ansonsten habe ich gedacht, mache ich mal mit einem Engine-Gameplay, weil Medic hatte ich ja schon ein paar und Assault auch. Ja, hier ist dann auch die Runde schon zu Ende. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Thank you.